So, da sind wir schon wieder zurück. Nämlich, wir waren ja eben zusammen im Sumpfland und da haben wir diesen Blutsack gefunden, was uns gleichzeitig das Rezept gegeben hat für das gute Signalfeuer. Ich selbst habe es jetzt noch nicht getestet, weil die Materialkosten ziemlich hoch sind und natürlich, weil ich nicht genau weiß, was es macht, ob man es überhaupt braucht wirklich. Habe ich mir gedacht, nimmst du direkt das Video auf und wir sehen quasi zusammen, was mit dem Ganzen passiert. Was müssen wir machen? Wieder auf den Hammer. Rechtsklick, dann bei Verschiedenes finden wir es an der dritten Position. Zumindest bei mir jetzt. Was benötigen wir an Materialien? Richtig, einen Sörtlingkern, eine uralte Rinde, die man natürlich im Sumpfland finden kann, Edelholz und Kernholz. Edelholz von Birken und Eichen. Und das Kernholz finden wir von der Kiefer. Kiefer? Ja, Kieferbaum. So, dann stellen wir das Ganze mal hin. Ich bin echt mal gespannt, was für ein Feuer das gibt, weil flächenmäßig ist es schon ziemlich groß. So, wir gucken mal gerade. So, nee. Und ich habe Angst. Ja, das war's dann erstmal damit. Jetzt macht erstmal gar nichts. Jetzt muss natürlich angefeuert werden. Jetzt ist hier, ja, sieht schön aus. Also so als Dekoartikel ist okay. Aber jetzt gucken wir mal direkt, wenn wir weiter weggehen, weil es soll ja ein Signalfeuer sein. Gucken, ob es wirklich so weit zu sehen ist. Also auf der Map wird es schon mal definitiv nicht angezeigt. Wir rennen mal gerade so weit wie möglich weg. Also ich sage ganz ehrlich, unsere Beleuchtung ist, wenn ich schon hier gucke, schlechtes Wetter. Also ich würde sagen, von dem Lichteinfluss her ist das Signalfeuer genauso stark wie unsere normalen Fackeln. Also wenn ihr es als Deko haben wollt, würde ich es euch empfehlen. Aber jetzt wirklich, um ein Signal zu machen, dass ihr das von zigtausend Metern seht, dafür ist das Feuer dann doch zu klein. Ich hoffe, ich konnte euch damit weiterhelfen. Wenn ja, lasst doch gerne ein Like da. Und wenn ihr noch kein Abonnent seid, gerne ein Abo da lassen. Und in dem Sinne würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video. Euch noch viel Spaß beim Zocken und haut rein.